Leute, willkommen zurück bei Final Fantasy 8. Danke fürs Einschalten mal wieder. Letztes Mal hatten wir einen seltsamen Traum irgendwie, als wir hier auf der Zugfahrt nach Timber waren. Wir sind auf einmal alle eingeschlafen und steckten dann auf einmal in der Haut von drei galbadianischen Soldaten. Laguna, Kiros und Ward. Und haben dann da so ein paar Sachen erlebt. Und jetzt sind wir wieder aufgewacht. Das hat was auf sich. Wir sollten vorsichtig sein. Ja, wir vermuten jetzt hier irgendwie einen Anschlag oder so. Betäubungsgas. Hat man uns bestohlen? Hat man uns was angetan? Ja, ich hoffe doch nicht. Mal wieder die Schuhsohlen anschauen, ob niemand Kacke da reingeschmiert hat. Okay, alles clean. Scheint nicht so. Und auch in dieser Folge wieder dabei Ipalat-Halspastillen für mein Halskratzen. So ein Glück. Ich bin okay. Und dann ist alles gut. Hauptsache dir geht's gut, Selfie. Ich hatte einen schönen Traum. Tja. Die hat da gefallen, ne? Ich habe auch geträumt. Ein schöner Traum war es zwar nicht. Ich habe geträumt, ich wäre ein Vollidiot. Ja, der gute Laguna, der hat sich schon ein bisschen trottelig angestellt. In Kürze erreichen wir Timber. Wir bitten sie darauf zu achten, dass sie ihn nicht zurücklassen. Laguna war echt super toll. Hm? Jetzt werden sie verdutzt. Ich habe auch von Laguna geträumt. Ein galbadianischer Soldat, oder? Laguna, Kiros und Ward. Ja, leck mich doch eins. Ha, genau sowas. Was hat das zu bedeuten? Nachdenken nützt jetzt nichts. Denken wir lieber an unsere Mission. Ui, sehr besonnen von der 16-jährigen Selfie. Sie hat recht. Ist eben doch schon militärisch geprägt, die Kleine. Ich mag Selfie sehr. Legen wir diesen Vorfall zu den Akten. Ich werde es dem Direktor berichten, wenn wir wieder zurück sind. Hoi! Ach ja, wir sind ja gleich da. So, jetzt geht's auf. Let's rock. Ich auch. Ja, und ich glaube, wir sind erst von rechts reingekommen, eigentlich. Jetzt gehen wir zur anderen Seite raus. Naja, ist ja egal. Das können wir verschmerzen. So, zurück auf der Weltkarte. Wir sind jetzt unter diesen Unterwassertunnel gefahren, weil Ballamber eine Insel ist. Und da ist Timber. Und gerade hat auf dem Flur draußen irgendein Nachbar rumgebrüllt. Die treiben schon wieder bunt hier alle, die Leute. So, Timber Station. Und wir kommen aus Richtung Ballam. Wie man sieht. So, dann schauen wir doch mal, wo unser Kontaktmann hier ist. Vielleicht der Typ da unten, der so auffällig da rumsteht. Na, das wäre eigentlich zu auffällig. Vielleicht ist es die alte Oma da unten mit dem lilanen Kleid. Die würde niemand als Kontaktmann verdächtigen. Ding, ding, ding. Oh, das ist doch der Typ. Der Wald hat sich verändert. Oh, unsere Parole, die wir jetzt merken sollten. Scheiße, 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 aus, aus. Das Leben, was die Mucke ist, das Leben, was die Eulen. Die Eulen was, oder? Ach, die Mokis gefallen mir besser. Erzählt doch keinen Unsinn. Im Wald leben doch nichts, wirklich nichts. Ich weiß natürlich, dass es im Leben, dass es die Eulen waren. Aber so ist es ein bisschen lustiger. Ich hoffe, es wirkt sich nicht auf unseren Ziehtrang aus, aber ich denke nicht. So, Oma, was gibt's jetzt? Ich denke immer noch, du bist ja ein Kontaktmann. Herzlich willkommen, wie gefällt dir Timber? Ja, passt schon. Noch irgendwas zu sagen? Ich verkaufe schon seit Ewigkeiten Souvenirs, aber ich habe jetzt nichts mehr, was ich verkaufen kann. Echt? Gar nichts? Wenn du wenig Zeit hast, kannst du dir ins Schaufenster gucken. Da siehst du die Waren. Na, zeig mal her. Ja, zeig mal den Schaufenster her. Ja, ich weiß schon. Ah ja. Thema Spezialitäten. Tränende Eule, was ist das? Die Tränende Eule ist zurzeit ausverkauft. Aber ein alter Mann hat sie mal gehabt.
Stadtführer? Den Stadtführer kann man nicht mehr verkaufen. Ihr könnt ja mal gucken, wollt ihr? Ja, okay, zeig mal. TV-Kneipe. Domenix, Standort. Ja. Verstehe nicht wirklich, was das soll, aber egal. Ich habe sie selbst gezeichnet. Klar, sauber und eindeutig, nicht wahr? Ja, absolut. Ganz klar verständlich. Die Bahnmodelle sind ebenfalls ausverkauft. Watts und Ton haben sie das letzte, oder Thorn, haben das letzte Stück gekauft. Früher hat der Hotelier die Modelle hergestellt. Er war wirklich großartig. Aber nachdem er im Krieg gefallen ist, kann niemand sie mehr herbauen. Schade. Und ein unanständiges Magazin, oh. Mit Centerfold wieder. Das Magazin ist leider nicht für Jugendliche. Außer bei Thorn. Er hat mir so viel gekauft, dass ich eine Ausnahme gemacht habe. Was ich ihm aber nicht besorgen konnte, ist diese Zeitschrift Girly Times. Falls ihr sie finden solltet, könnt ihr Thorn ja Bescheid sagen. Ja, das ist eine wichtige Information. Die sollten wir uns merken. So, was ist mit dir hier mit dem Pet Shop? Ich will da rein. Sie sind verreist, der Laden ist zu. Obwohl ich meinen Luke hier abgegeben habe. Blöder Zoohändler. Lässt er den Hund jetzt da drin verhungern? Ist ja böse. Naja, bleibt uns nichts anderes übrig, als hier mal weiterzugehen. Okay, vor. Ach, da ist der Typ wieder, unser Kontaktmann, den wir nicht überzeugen konnten. Uah, Mist! Gerade noch rechtzeitig bremst der Zug. Was machst du denn da? Habe ich dir nicht gesagt, dass du nicht vor die Bahn laufen sollst? Ja, normale Menschen machen sowas nicht, ne? Sind sie das? Sie haben aber die Geheimparole nicht gewusst. Eigentlich schon, aber ich wollte dich nur trollen, Kumpel. Ach, wo sie einfach her, verdammt. Die sind teuer. Was ist denn, wenn sie wieder zurückfahren? Okay, anscheinend erkennen sie uns doch als Seeds irgendwie. Naja, gut. Willkommen, Timber. Folgt mir bitte. Schon ein komischer Haufen, die beiden. Naja, sagen wir mal nichts dazu. Willkommen. Hey, penne nicht rein. Entschuldigung, komm bitte nicht hierher. Na gut. Da geht's Richtung Galbadia, wie es aussieht. Warum mache ich eigentlich diesen Unsinn mit? So, Zug fährt vor. Mit einem schönen Totenkopf vorne dran. Ist ein komischer Zug. Ist das wirklich die offizielle Bahnlinie hier in Timber? Oder ist das Vandalismus, dass da irgendwie Graffiti-Sprayer was rangeschmiert haben? Ah, Scheiße! Nehmt mich bitte mit! Tja, Pech gehabt. Heute ohne dich. Oh, das ist Thorn. Das ist der andere bestimmte Watts. Also Thorn, das ist der kleine Lustmolch hier mit seinen Schmuddelheftchen. Ihr seid also die Seeds. Ich bin der Anführer, Squall. Rechts Xell, links von mir Selfie. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin der Anführer der Waldeule. Waldeule? Heißt eure Gruppe so, oder was? Naja, passt schon. Fass ja nicht deine Drecksgriffel an. Und zur Lady natürlich. Hallo. Und jetzt zu Xell? Nee, anscheinend nicht. Was müssen wir für euch tun? Immer mit der Ruhe. Wir wollen uns erstmal vorstellen. Xell voll übergangen wieder. Das ist ja genial. Jetzt geht er wieder schmollen und Schattenboxen. Den Watts kennst du schon. Hi. Fehlt nur noch unsere Prinzessin. Unsere Prinzessin macht gerade ein Nickerchen. Schon wieder. Na, jetzt ist er ja eine Chaos-Truppe. Squall, tut mir bitte einen Gefallen und weg bitte unsere Prinzessin. Die Stufen hoch, geradeaus und ganz hinten links. In den anderen Räumen sind noch unsere Mitglieder. Wenn du Fragen hast, kannst du sie ihnen stellen. Wurden wir als Laufbursche angestellt, angemachte Kerl. Oh, seid ihr jetzt böse? Wir sind keine Sklaven, wir sind die Seeds. Genau, beachte meine Autorität. Das ist das letzte Mal, dass ich solche Anweisungen befolge. Spontane Bauchschmerzen. Ja, das ist so eine Eigenart von dem guten Kerl. Immer wenn es brenzlig wird, ja, dann kriegt er Magenschmerzen. Gut, ja, was geht bei dir? Ich bereite die Einsatzbestätigung vor. Okay, mach das mal. Safi, alles klar?
Squall recht so, die Seeds dürfen sich nicht verarschen lassen. Okay, ich dachte ja, Squall war hier ein bisschen Arschloch hier, mir den großen Macker raushängen zu lassen. Oh, Selfie gefällt es anscheinend auch. Gut. Haben wir als Anführer anscheinend gut gehandelt. Und Xel ist immer noch eingeschnappt. Was sind denn das für Pappnasen? Die tickt auch nicht ganz richtig. Tja, Xel, willst du auch bei denen mitmachen? Nein. Xel ist schon cool. So, wir gehen mal weiter. Hier sind die Mitglieder der Waldeule. Naja, die labern eigentlich nichts Gescheites. Der Prinzessin schläft, bla bla. Ja, okay. So, wir speichern einfach mal. Denn wir gehen jetzt noch nicht zur Prinzessin. Wir haben noch was anderes vor. Nächster Speicherstand. So. Und wir gehen wieder zurück. Zu What's on Thorn. Übrigens finde ich es interessant, dass der Thorn heißt. Bei Final Fantasy 9 gibt es ja diese beiden Clowns, Son und Zon. Und im Englischen heißt der, glaube ich, auch Thorn, der eine von denen. So. Wir wollen ziemlich Karten spielen. Und zwar gegen den Kollegen hier, gegen Watts. So. Jetzt sagt er folgendes. Hey, ihr seht, kennt ihr Regeln, die hier unbekannt sind. Wir können unsere Regeln mit euren Bellum-Regeln vermischen. Eine Runde Karten. Ja, Leute, das sagt er deswegen, weil wir jetzt hier in einem anderen Gebiet sind. Also, die Regeln, die wir haben, das sind die Bellum-Regeln. Und jetzt sind wir hier in Timber. Und hier gibt es Timber-Regeln. Und der Gute will jetzt unsere Bellum-Regeln, also Open in dem Fall, mit den ansässigen Regeln vermischen. Und, in dem Fall mache ich den Spaß auch mal mit, weil ich hier nämlich meine Open-Regel haben will. Normalerweise will ich das Vermischen der Regeln verhindern. Aber in dem Fall spielen wir einfach mal. Sonst habe ich die Open-Regel nicht und sehe nicht, was der für Karten spielt. So, der hat die Same-Regel. Die Same-Regel ist, erkläre ich euch gleich. Ist nicht so leicht zu verstehen. So. Und er spielt die Karte, genau. Diesen Köter da oben wollen wir nämlich haben. Tja, was sagt die Same-Regel? Wenn ich jetzt eine Karte liegen habe und. Also wenn zwei Karten auf dem Tisch liegen und ich lege an diese Karten eine Karte von mir und die Zahlen jeweils würden sich jetzt gleichen. Also, ja, es ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man das nicht sieht. Da kann sich sogar mein Diabolus holen, der Sack. Das ist natürlich nicht so schön. Dann fange ich so an. Spiel den Hund raus, genau. So, okay. Also nehmen wir mal an, ich lege jetzt, können wir vielleicht sogar Same machen? Nee. Nehmen wir mal an, ich nehme das Mucki-Kit und würde es hier in die Mitte hinlegen. Dann habe ich an der oberen Kante einen 9. Dieser Hund hat an der rechten Seite eine 6. Wenn ich jetzt eine Karte hätte, die links eine 6 hat und unten eine 9, würden also an den Rändern jeweils 6, 6 liegen und 9, 9. Also die Kartenwerte wären gleich, also das ist the same sozusagen. Normalerweise würde man dann keine Karte umdrehen, weil unsere Werte müssen ja höher sein, um eine Karte umzudrehen, aber in diesem Fall, wenn same aktiviert ist, würden wir jetzt seine Karte bekommen. Außerdem löst same eine Combo-Regel aus, die ich auch nochmal erklären kann. So, jetzt fange ich erstmal an mit guten Kistes und bam. Sollte er sich nicht zurückholen können. Gut, so jetzt. Ich leg mal das Mokri-Kit dahin, würde ich sagen. So, das Mokri-Kurs holt er sich wieder. Aber ich werde mir seinen Kerl da wiederholen. So. Also jetzt in dem Fall sehen wir jetzt hier, wenn Diabolos jetzt unten eine 2 haben würde und links eine 5,
Dann wäre am linken Rand 5-5 und unten 2-2. Und dann würde ich seine Karte bekommen. Und jetzt ist es ja so, die Karten, die schon auf dem Spielfeld liegen, die sind sozusagen inaktiv. Also die können nicht mehr angreifen, können nicht mehr andere Karten angreifen. Selbst wenn ich meinen Diablos hier hinlegen würde, bei dem die 3 niedriger ist als die 5, würde er meine Karte nicht umdrehen, weil die sozusagen entschärft ist, seine Karte. Aber wenn ich jetzt die Same-Regel triggere, dann würde ich unten sein Prinula, dieses blaue Schleimvieh, würde ich es wieder reaktivieren. Das heißt, seine Karte würde wieder andere Karten angreifen, so zum Beispiel das Mokri-Kit. Dadurch würde dann das Mokri-Kit wieder geschärft werden. Man kann sich das wie so eine scharfe Bombe vorstellen. Und würde wiederum andere Karten angreifen, zum Beispiel die Karte hier oben mit der neuen. Und so geht das immer weiter. Ja, wir werden das bestimmt noch irgendwann im Laufe des Let's Plays sehen. So, ich spiele Diablos hier hin. Müsste ich eigentlich sicher haben, das Ding. Zack. 8-2, fast perfekt. Sehr gut. Und her mit der Angel-Karte. Juhu! Ja, wir wissen noch nichts anzufangen mit dem Hund, der Angel heißt, aber es wird nicht lange dauern, bis wir das wissen. Gut, hat gut geklappt. Dann würde ich sagen, machen wir mal kurz. Ach, wir gehen einfach weiter. Hab überlegt, ob ich noch ein paar Runden spiele, aber wir werden erstmal jetzt hier die Prinzessin wecken. Schauen wir nochmal, wer es ist. Die ja anscheinend die Anführerin hier ist von den Leuten. Aha, ein Mädchen im blauen Kleid. Das Zimmer von der ist ja wirklich eingerichtet wie so eine Prinzessinnen-Lounge. Du bist doch. Wir haben zusammen getanzt. Bist du etwa ein Seed? Ah, das ist die aus der Ballszene, die letztens ein weißes Kleid noch anhatte. Das ist also ihr alltägliches Kleid, also ihre Alltagskleidung. Ich bin Anführer, Squall. Unten warten noch zwei andere. Und Squall hat ihr noch nicht mal seinen Namen gesagt, wo die getanzt haben. Na gut. Juhu! Hurra, die Seeds sind gekommen. Wow, wow, nicht so stürmisch, junge Dame. Bleib locker. Ich bin wirklich froh darüber. Ich hatte den Auftrag schon vor Ewigkeiten an den Garten geschickt. Ein Glück, dass ich direkt mit Direktor Seed gesprochen habe. Verstehe. Du hast während der Feier unseren Direktor gesucht. Aha, macht Sinn, ja. Nee, nee, sowas nicht. Okay, wen dann? Kennst du Cypher? Oh, ja, leider. Ja. Er ist derjenige, der mir Direktor Seed vorgestellt hat. Euer Direktor ist wirklich nett. Ich dachte, dass die Seeds unserer armen Gruppe nicht antworten. Aber als sie mit dem Direktor sprach, war er sofort für uns. Ja toll, wir müssen hier so einen Billigauftrag erfüllen. Na danke, wir sind hier voll der Abstiegsposten. Da ihr jetzt hier seid, können wir nun sämtliche Pläne durchführen. Und im Hintergrund läuft übrigens das Thema von diesem Mädchen hier. Ja, noch was? Huch! Ich gehe jetzt wieder runter. Okay, lass uns los. Squall, ist er auch da? Wer er? Cypher. Zum Glück nicht. Nein, er ist kein Seed. Haha, Cypher. Ach so. Dann gehen wir mal. Ach ja, ich heiße. Ja, das möchtest du mir auch mal langsam sagen, nachdem du schon stundenlang mit mir getanzt hast. Und das ist die gute Rinoa. Oder wie die gute Frau Cassiopeia sagt, Rinoa. Ich werde Rinoa sagen, denke ich. Schön, dich kennenzulernen, Squall. Ja, da könnt ihr übrigens auch mal reinschauen bei Cassiopeia. Sie spielt so ziemlich sämtliche Final Fantasy Spiele. Ach ja, seit wann können Seeds eigentlich tanzen? Es könnte jetzt sein, dass wir während einer Mission
jemanden bei einem Tanzabend begrüßen müssten oder so. Habe ich zu schnell weggedrückt. Puh, das gehört also für dich bloß zum Job. Dabei war's. Was, was? Ich will sie dir vorstellen. Und das ist doch der Hund, von dem wir die Karte haben. Das ist meine Partnerin. Ihr Name ist Angel. Ja, im Englischen heißt es Angelo. Also man kann das so oder so aus dem Japanischen übersetzen. Aber hier heißt es Angel. Willst du wissen, was Angel alles kann? Das sagt ja echt. Passt schon, passt schon, passt schon. Siehst du? Ich muss jetzt was Wichtiges erledigen. Also sei brav, Angel. Ich gehe schon mal vor. Ja, die gute Rinoa geht erstmal vor. Und wir müssen jetzt uns mit dem Hund rumschlagen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss für heute. Meine Stimme kackt nämlich langsam wieder ab. Bin schon wieder am Umhusten. Ja, dann sehen wir mal nächstes Mal, wie es weitergeht hier mit der Chaos-Truppe. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.